Und? Haben Sie Don Alvarado überzeugen können, dass er Ihr Fremdenführer wird? Ja, wir wollen heute los. Ich würde auch keine Zeit verlieren wollen. Das heißt, es geht ihm doch nicht so schlecht. Gott sei Dank. Geht die Sache mit dem Auto klar? Sicher. Sehr gut. Und wie fühlen Sie sich? Haben die Blätter geholfen? Oh ja, sehr sogar. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Ich halte Sie nicht länger auf. Auf Wiedersehen. Señorita, nehmen Sie den Proviant mit. Danke. Der Inka sitzt nicht mehr auf der Bank. Hat ihm etwa das Sitzen nicht gut getan? Eigenartig. Diesmal ist die Tür offen. Hat Alvarado etwa keine Angst mehr? Ich habe ein schlechtes Gefühl. Sicherheitshalber habe ich die Tür von innen abgeschlossen. Ich kann nicht, ich will nicht, ich fühle mich so schwach. Ich will nach Hause, zurück nach Hause. Niki, reiß dich zusammen. Ihm kannst du nicht mehr helfen. Wie ist das möglich? Alvarado hat sich doch im Haus eingeschlossen. Was für ein schöner Dolch. Jetzt braucht er ihn wirklich nicht mehr. Ich nehme es mit, nur für den Fall. Unersetzbares Ausstattungselement. Sehr nützliches Ding. Ich nehme es mit, nur für den Fall. Unersetzbares Ausstattungselement. Sie wollen mich töten. Ich kann doch nicht die Waffe auf die hiesige Polizei richten. Ich möchte nicht die Heldin eines internationalen Skandals werden. Ehrlich gesagt, sollte ich hier keine einzige Spur hinterlassen. Vor allem nicht meine Leiche. Sie passen einfach nicht zusammen. Sie können umfallen. Nein, das war keine gute Idee. Was würde... Thank you.
Los, Niki. Renn so schnell du kannst. Das ist der Geländewagen. Ich haue also ab. Guten Tag. Buenos dias. Zufrieden mit dem Auto? Ist genug Benzin drin? Ich habe hier zwar keine Tankstelle, aber ein paar Liter lassen Sie schon finden. Ich bitte darum. Hier sind circa 20 Liter. Danke. Das macht 20 Dollar. Ja, klar. Aber ich habe kein Bargeld bei mir. Dann besorgen Sie welches. Ich werde warten. Was ist los? Warum akzeptiert der Geldautomat meine Karte nicht? Warum funktioniert das nicht? Das ist keine... Falsche Kombi. Der Geldautomat ist außer Betrieb. Ich kann sie nicht bezahlen. Wir würden schon eine Möglichkeit finden. Ah, ich hätte es beinahe vergessen. Was wird aus dem Foto, das Sie von mir gemacht haben? Ich werde es Ihnen nach meinem Ausflug geben. Vielleicht bezahle ich Sie mit dem Fotoapparat. Einverstanden. Ich bin gleich zurück. Sie sprechen immer noch. Ich kann nicht näher kommen. Nein, ich glaube nicht, dass sie so etwas tun könnte. Für mich ist alles klar, Diego. Hör auf, ich kenne mich mit Menschen aus. Du wirst schon sehen. Nach ein paar Stunden auf dem Polizeirevier wird sie alles zugeben.